Also ich fahre ja ziemlich gerne Fahrrad. Natürlich nicht so gerne auf der Rolle wie jetzt hier in diesem Moment, sondern draußen an der frischen Luft. Ich mache gerne Fahrradreisen, bin mit dem Rennrad unterwegs oder mit dem Triathlonrad. Und da bin ich noch ziemlich altmodisch unterwegs, weil ich tatsächlich noch so eine alte papierende Karte, Landkarte dabei habe, mit der ich mich orientiere. Das könnte mal vielleicht ein bisschen anders werden. Das würde die Sache erleichtern. Deshalb wollte ich mich hier auf der IFA mal nach einem Fahrradnavigationsgerät umschauen. Und das mache ich jetzt. Wie lange hält so ein Akku? Kommt ein bisschen auf die Einstellungen an, aber für eine lange Tagestour, über 10 Stunden, ist das überhaupt gar kein Problem. Und alternativ haben wir eben Kontakte und bieten auch nochmal einen zusätzlichen Akku an und dann hält es doppelt so lang. Also für die 15-Kilometer-Tour sollte der Akku reichen, nehme ich mal an. Aber was ist denn, wenn ich mal ein bisschen länger unterwegs bin? Also einen ganzen Tag auf Radreise oder vielleicht auch 2-3 Tage auf Radreise und da nicht so viele Möglichkeiten habe, das Gerät wieder aufzuladen. Wie lange hält der Akku? Also eine Tagestour ist überhaupt kein Problem, GPS-Modus. Alternativ bieten wir auch externe Akkus an. Und wer wirklich eine richtig lange Akkulaufzeit hat, dafür haben wir auch spezielle Uhren mit Navigationsfunktionalitäten, die dann im GPS-Modus bis zu 60 Stunden halten. Und da ja, kann ich ja fast eine ganze Woche mit aufzeichnen. Aha, gibt es da auch Solarmöglichkeiten? Ja, also da haben wir hier tatsächlich ein neues Modell, wo ich über ein Solarladedisplay nochmal eine zusätzliche Verlängerung habe. Und das geht dann bis zu 66 Stunden sogar. Ja, ich war jetzt schon ganz schön unterwegs hier, bin umhergelaufen und muss mich jetzt mal ein bisschen entspannen und massieren lassen und kann dabei in Ruhe überlegen. Also so ein Navigationsgerät, das ist bestimmt eine super Sache, wenn man auf der Suche ist nach einer schönen Fahrradroute und sich selber nicht so viel Arbeit machen möchte. Aber ich kenne meine Radstrecken, die ich fahre, und brauche das derzeit eigentlich nicht wirklich. Aber ich glaube, wenn ich dann demnächst mal wieder eine Fahrradreise mache in unbekannter Gegend, ich glaube, dann schlage ich zu und hole mir dann auch so ein Navigationsgerät. Ja, aber jetzt erstmal ein bisschen entspannen. Kann ich die Kopfhörer auch noch haben? So ein bisschen Entspannungsmusik? Ja, super. Ich habe meine Hand gerade hier eingequetscht. So praktisch Navigationsgeräte, aber auch Fitness-Tracker sind, sie kommen zu einem Preis. Der Nutzer verrät dem Anbieter so einiges über sich. Worauf man achten sollte, wenn man seine Daten schützen möchte, darüber hat Thorsten Schröder auf der IFA mit unserem Digitalexperten Dennis Horn gesprochen. Ja, so ein Navigerät, das wäre ja schon ganz praktisch auch beim Fahrradfahren, denn dann weiß ich immer ganz genau, wo ich bin. Aber wissen es dann vielleicht auch andere? Stichwort Tracking, da frage ich jetzt mal unseren Digitalexperten in der ARD, Dennis Horn. Wie steht's mit dem Tracking? Naja, wir müssen da erstmal so verschiedene Stufen checken. Die erste Frage ist, ist dieses Gerät an sich selbst im Internet? Dann kann es natürlich Daten weitergeben. Wenn nicht, dann bin ich da einigermaßen sicher. Der zweite Moment ist der, in dem es mit dem Smartphone gekoppelt wird. Viele machen das, geben diese Daten dann in eine App. Und da kann erst einmal bei der Übertragung aufs Smartphone was schiefgehen. Leute können vielleicht mithören. Und dann ist immer die Frage, wenn die Daten in der App sind, was macht der Anbieter dieses Systems damit? Leitet er die auf seine Server weiter, speichert sie, verarbeitet sie dort weiter? Und das ist in den Datenschutzerklärungen natürlich auf der einen Seite hinterlegt, auf der anderen Seite auch immer eine Frage, wie sehr vertraue ich diesem Anbieter? Also wenn ich ganz großen Wert auf Datensicherheit lege, dann lasse ich das mit dem Tracking am besten? Wenn ich da völlig auf Datensicherheit gepolt werde oder bin, dann ist meine Frage einfach, bleiben die Daten auf diesem Gerät, dann ist es in Ordnung und sonst würde ich es sein lassen. Auf der anderen Seite habe ich aber natürlich auch enorme Vorteile dadurch, wenn diese Daten abgeglichen werden, ich kann das vergleichen, ich werde vielleicht motiviert. Das sind natürlich auch Vorteile, die dazu führen, dass ich am Ende irgendwie gesünder lebe und das muss ich dann einfach abwägen. Aber Stichwort Datensicherheit. Ist es denn so schlimm, wenn jemand weiß, welche Runde ich laufe oder welche Runde ich mit meinem Rad zurücklege? Macht doch nichts, kann doch jeder erfahren, oder? Naja, auf der einen Seite kann man das so sehen, es sind so Daten, die für sich stehen. Auf der anderen Seite sind sie ja, wenn ich sie in die App gebe und es dann auf den Server geladen wird, dieses Anbieters, oft mit einer E-Mail-Adresse verknüpft. Und machen wir jetzt mal ein schlimmes Beispiel auf. Ich habe irgendwo meine Bewegungsdaten hinterlegt mit der E-Mail-Adresse und woanders bin ich mit der E-Mail-Adresse angemeldet und dort sind weitere
andere Informationen über mich vorhanden? Das passt dann vielleicht zusammen. Werden diese Daten zusammengeführt, lässt sich ein sehr viel aussagekräftigeres Profil erstellen über mich. Und das weckt natürlich Begehrlichkeiten von Krankenkassen, von Versicherungen. Wie lebe ich und bin ich überhaupt gesund unterwegs? Und das ist das Problem daran. Da sind ja gerade Fitnessarmbänder dann ja auch interessant. Also als vor 2, 3 Jahren diese Fitnessarmbänder in Mode kamen und jetzt immer beliebter wurden, ja, da hieß es ja, vielleicht treiben die Krankenkassen damit Schindluder. Was ist denn jetzt passiert in den vergangenen 2 Jahren? Ist es gefährlich? Nutzen die Krankenkassen diese Daten? Ich würde sagen, gefährlich ist das noch nicht, auch für mich als Versicherter nicht. Es gibt aber so erste zögerliche Versuche zu sagen, wir sponsern solche Fitnessarmbänder, solche smarten Uhren, die meine Herzfunktionen, Blutdruck und so weiter messen. Da gibt es dann Geldzuschüsse dafür. Und wir sehen so erste zögerliche Momente, wo Krankenkassen sagen, wenn da dann auch gute Daten rauskommen, dann gibt es ein Punktesystem, ich kriege vielleicht Geld zurück. An sich in Ordnung und so noch nicht wahnsinnig unfair, aber wären wir jetzt in einer Welt, in der alle Krankenkassen das machen, viele Versicherte das wahrnehmen, dann fühlen sich die Leute, die normal leben und nicht besonders viel Sport machen, möglicherweise benachteiligt. Und das untergräbt dann so über die Zeit auch das Solidaritätsprinzip der Krankenkassen. Ist das denn jetzt nur ein Blick in die Zukunft oder nur reine Spekulation oder sind da schon erste Schritte in diese Richtung zu erkennen? Also es sind die ersten Schritte, dass Krankenkassen diese Geräte sponsern und Begehrlichkeiten äußern. Also man sieht schon, dass es ein Modell wäre und wir sehen zum Beispiel bei den Kfz-Versicherungen, dass es dort in Autos Sensoren gibt, die mein Fahrverhalten messen und dort gibt es auch schon Tarife, die entsprechend Rabatte gewähren, wenn ich sauber fahre. Aber solange die einen Vorteile haben, ist es ja in Ordnung, solange die anderen dadurch keine Nachteile haben. Es kann nur automatisch zu einem gefühlten Nachteil für die werden, die normal leben und sich einem Sport- oder Fitnesswahnsinn, in Anführungszeichen ironisch gesagt, so nicht hingeben möchten. Und dann denkt man am Ende, ich zahle hier in ein System mit meinen Krankenkassenbeiträgen, das für mich nicht besonders fair ist. Wie ist denn jetzt so die Entwicklung hier auf der IFA? Wie ist es denn mit den Fitnessarmbändern und mit den Navigationsgeräten? Gibt es da große Fortschritte? Hat sich viel getan im Vergleich zu vor 1, 2, 3 Jahren? Ich habe eigentlich nicht den Eindruck. Also für meine Begriffe müssten die Hersteller erstmal hingehen, ordentlichen, robusten Datenschutz schaffen, bessere Akkulaufzeiten schaffen. Ansonsten geht mir das in der Branche bei diesem Thema so wie bei vielen anderen hier auf der IFA. Das tritt in diesem Jahr ein wenig auf der Stelle. Und wenn ich mir ein Fahrradnavigationsgerät kaufen möchte, sollte ich das tun? Das ist ein guter Tipp. Hat sich da was getan? Ist es jetzt wirklich auf dem neuesten Stand oder soll ich noch 1, 2 Jahre warten? Vielleicht kommt da noch was nach? Ich persönlich würde ja immer sagen, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, ich kann auch irgendwie zwischendurch anhalten, aufs Smartphone gucken, wo ich gerade bin und da über Anbieter mit einer entsprechenden App meine Strecke aufzeichnen. Ich glaube, das kommt sehr auf die Person und die Gegebenheiten an, ob ich vielleicht auch Technik interessiert bin, da Spaß dran habe, ob ich sowas kaufen muss, möchte, brauche oder nicht. Werde ich mir überlegen. Vielen Dank, Dennis Hahn, für die Informationen.